Zum Dachstuhlbrand eines Wohnhauses wurden Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag auf die August-Bebel-Straße in Stolberg im Ortsteil Gablenz gerufen. Gegen 13.25 Uhr hatten die Bewohner das Feuer auf dem Dach des zu einem Dreiseitenhof gehörenden Wohnhauses bemerkt und den Notruf gewählt. Im Löscheinsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Stolberg, Beuter, Oberdorf, Gablenz, Niederdorf, Wieser und Zwönitz. Mehr als 80 Feuerwehrleute kämpften bis zum späten Abend gegen die Flammen. Nach ersten Ermittlungen können Schweißarbeiten am Vordach des Wohnhauses den Brand verursacht haben. Der 50-jährige Hauseigentümer hatte vor Ausbruch des Feuers neue Dachschweißbahnen verlegt. Beim Löscheinsatz erlitten 4 Feuerwehrmänner Rauchgasvergiftungen. 3 im Alter von 19, 39 und 47 Jahren mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 4. Kamerad wurde am Einsatzort ambulant behandelt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens, der jedoch erheblich ist, liegen noch keine Angaben vor. Die in der Nähe des Brandortes befindliche Bundesstraße 169 musste wegen der starken Rauchentwicklung bis 16.30 Uhr vollgesperrt werden. Der Eigentümer und seine Ehefrau sowie ein weiterer Bewohner kamen vorerst bei Verwandten unter.